Hallo, wir stellen uns jetzt die Frage, wie kann ich im dreidimensionalen Raum eine Gerade aufstellen? Beispielsweise eine Gerade, die durch zwei gegebene Punkte P und Q gehen soll. Wenn ich im Koordinatensystem diese beiden Punkte habe, irgendwo im Raum liegend, ich deute mal das Koordinatensystem hier unten an, die Gerade hierdurch wird irgendwo so verlaufen, hat keinen Anfang und kein Ende, selbstverständlich. Wie komme ich jetzt zu einer Gleichung, die mir beschreibt, welche Punkte auf dieser Geraden liegen? Eine Überlegung, die wir davor anstellen, ist, wie komme ich überhaupt von Punkt P zum Punkt Q? Den Verbindungsvektor zwischen diesen beiden Punkten, den nenne ich jetzt U. Und dann sollte klar sein, dass wenn ich diesen Vektor U habe, der ist ja einfach berechnet als Differenz der Einträge, 3 minus 2 ist 1, 5 minus 3 2, 2 minus 1 ist wieder 1. Wenn ich diesen habe, komme ich durch eine Linearkombination eines sogenannten Stützvektors und einem beliebigen Vielfache dieses Richtungsvektors zu jedem beliebigen Punkt auf der Gerade. Ich nehme also einen dieser beiden Punkte, beispielsweise jetzt P, als sogenannten Aufpunkt der Gerade. Und kombiniere ihn mit einem beliebigen Vielfachen T als jede beliebige reelle Zahl mal dem Richtungsvektor. Das bedeutet, vom Koordinatenursprung komme ich mit dem Ortsvektor des Punktes P an diese Stelle. Durch ein beliebiges Vielfaches des Vektors U komme ich jetzt zu jedem beliebigen Punkt auf der Geraden. Wenn ich 2u mache, dann lande ich irgendwo hier bei diesem Punkt. Minus u geht dann in die andere Richtung entsprechend. Und so ist die Gerade ausreichend durch eine Gleichung beschrieben. Wenn ich jetzt probieren möchte, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt, beispielsweise nehme ich jetzt den Punkt R mit den Koordinaten 5, 9 und 4. So muss ich einfach schauen, ob dieser Punkt die Geradengleichung erfüllt, ob also jede Koordinate des Punktes durch ein bestimmtes T, das für alle Koordinaten gleich ist, erreicht werden kann. Ich überprüfe also die Gleichung 5, 9, 4 gleich Vektor P war jetzt 2, 3, 1 plus T mal Vektor U hatten wir als 1, 2 und 1. So eine Gleichung betrachte ich zeilenweise. Ich sehe in der ersten Zeile 5 gleich 2 plus T mal 1. Daraus ergibt sich T gleich 3. Dasselbe ergibt sich in der zweiten Zeile. Auch hier muss T gleich 3 sein, um hier auf die 9 zu kommen. Und auch hier 4 ist 1 plus 3. Wenn ich also mein Richtungsvektor U dreimal vom Punkt P aus entlanglaufe, lande ich beim Punkt R. R ist also Element der Geraden G, liegt auf unsere Geraden, die wir aufgestellt haben, als Gerade, die durch unsere beiden gegebenen Punkte verläuft.